Hast du etwas Zeit für mich? Fresse! Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du, fickt euch doch alle! Ja, es ist echt schwer, wenn man seine Gesangsübung machen will, dass man dabei nicht laut ist und dass man dabei nicht die volle Kapazität seiner Stimme benutzt, gerade jetzt auch in der Quarantäne, wo viele Leute zu Hause sind. Heute gibt es von mir 3 Übungen, die ihr machen könnt während der Quarantäne, die nicht so laut sind und die euch trotzdem weiterhelfen. Neu bei uns, Gesangsgruppenunterricht. Jeden Samstagmorgen für 9,90 Euro die Stunde. Popgesang für Anfänger, Masterclasses oder Einzelstunden findest du bei tanjalevyvocalstudio.com. Übungspakete gibt es schon ab 13,99 €. Wie singst du mit Power? Was ist Mix Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt dein Übungspaket oder starte mit Gesangsunterricht auf tanjalevyvocalstudio.com. Übung Nummer 1 ist mehr Crescendo-Decrescendo üben. Das wird nämlich ganz häufig total vergessen. Und es ist immer echt so eine kleine Kunst, jeden Ton mit einem Crescendo oder Decrescendo anzufangen. Am besten natürlich mit einem Crescendo. Dazu nehmen wir jetzt einmal mal Sie. Und da würde ich gucken, dass ihr Note für Note wirklich ganz sauber seid. Versucht euch Zeit zu lassen mit dem Start, dass ihr wirklich ganz leise anfängt. Lasst das wirklich schön schwingen ganz am Anfang. Und dann wieder zurücknehmen. Und das ist eine Möglichkeit, wie man richtig Kontrolle über seine Stimme bekommen kann. Feintuning. Und das hebt dich auch von so einem guten Sänger zu einem richtig guten Sänger. Und zwar das Crescendo, Decrescendo. Einmal von leise zu laut und von laut zu leise. Was man jetzt natürlich auch noch üben kann, sind die tiefen Töne. Gerade wenn man das Gefühl hat, man kommt eigentlich nicht so gut in das tiefe Register, in unsere wirklich tiefen Töne. Und die sind meistens auch nicht immer so laut. Was man jetzt auch nochmal üben kann, sind die tieferen Töne. Und da kann man mal mit einem Ja, Ja, Ja loslegen. Wir starten mal hier. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Du musst dabei auch nicht laut sein. Du kannst wirklich so ein bisschen lean back pianissimo. Also das heißt Volumen reduzieren. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Da bin ich auch nicht laut, ich habe trotzdem guten Stimmverschluss. Ja, 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 und den Kiefer mal hängen lassen. Ja, 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 ja. Und ich möchte nicht, dass du super viel Druck gibst. Ich möchte nicht, dass du ja, 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 die Töne nämlich richtig glottal on set hier Töne voll anschlägst, sondern wirklich ganz pianissimo lean back, Volumen reduzieren. Ja, 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 ja. Das war jetzt auch ein bisschen luftig, muss es auch nicht, soll es auch eigentlich erstmal nicht. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Jetzt du. Genau. Wir gehen doch mal zu ihm. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das ist schon ziemlich tief. Ach, komm, noch ein. Für alle, die hier zuschauen. Eine tolle Möglichkeit sind natürlich immer diese Hums, damit du dich schon ein bisschen aufwärmen kannst. So einen kleinen Stretch für die Stimme sind immer diese Hums. Und die sind super und ich mache die auch sehr gerne. Damit kannst du dich toll aufwärmen. Wir machen nochmal 2 mehr. Jetzt singst du mal. Richtig, noch ein mehr. Eine andere tolle Möglichkeit sind Riffs und Runs einzustudieren. Und zwar richtig bequem, richtig lean back. Und zwar in Kopfstimme. Dazu nehme ich gerade aktuell von I'll Rise Up von Andra Day diesen Run.
Und den benutze ich gerade so ein bisschen als Aufwärmer. Ab und zu nehme ich einfach so einfach bestimmte Runs aus so Songs, die ganz bekannt sind und wärme mich halt, wärme uns dann halt so ein bisschen auf. Und das mal ein bisschen aufzufrischen, dass man nicht immer diese ganzen alten Sachen nimmt, die die Schüler schon kennen, sondern auch mal moderne Sachen. Und da gehen wir auch Note für Note durch. Wir starten jetzt mal hier bei dem F-Sharp und es klingt dann so. Und das ist so eine tolle Möglichkeit, deine Kopfstimme runterzubringen in das tiefe Register, was die Kopfstimme auch stärkt, was auch wirklich super ist. Und zwar nämlich Descending, die Kopfstimme also runterbringen. Aber man hat auch diese Transition zwischen, ich fange jetzt diesen Run mit Kopfstimme an und höre den auch auf mit Bruststimme. Das heißt, man kann also beides trainieren, je nachdem, was du möchtest. Ich mache jetzt mal einmal nur mal mit Kopfstimme. Das war ja alles in Kopfstimme ausgesungen. Du kannst aber auch mit Kopf, mit Bruststimme anfangen. Und wichtig ist jetzt hier, dass du eben nicht Gas gibst, dass du keine Power gibst. Da kann sich nämlich der Run total verirren und der wird nämlich richtig unstabil und instabil. Es passiert ganz häufig, dass dann geflippt wird. Das heißt, was wir jetzt hier wollen, ist, dass du eben nicht diese Power hast, also nicht diesen Druck und nicht laut wirst, sondern es einfach mal erstmal bequem lernst. Und was du jetzt nämlich hier übst, ist einfach diese Flexibilität, diese Agilität und dass du einfach pitch perfect bist, dass du die Töne erstmal sauber aussingst. Diesen Run, diesen Abschnitt, den zeige ich euch in einem anderen Video und zwar I'll Rise Up, das gibt es jetzt hier auch auf dem Kanal, Tutorial, wie singe ich Andra Day. Und da würde ich mal auf jeden Fall reinschauen, wenn ihr mal diesen Run lernen wollt. Ich mache jetzt nochmal zwei vor. Mountains. Ja, das ist zum Beispiel eben eine Möglichkeit, wie ihr in der Quarantäne trotzdem Pianissimo eure Gesangsübung machen könnt. Im Englischen sagt man Silent Practicing. Es kommt natürlich darauf an, was man jetzt Silent Practicing macht. Ne? Auch Silent Practicing ist Practicing, weil dort die Muskeln benutzt werden. Das heißt, auch wenn du nur so tust, als ob du singst, benutzt du deine Muskeln und die Koordination wird trotzdem abgeführt. Aber wichtig ist, dass man hier so ein bisschen lernt, mehr Crescendo, Decrescendo zu benutzen. Und wie benutze ich eigentlich mein Volumen? Das heißt, der Volumen ist etwas, was steuert laut und leise. Es ist nicht der Kehlkopf oder dass ich jetzt mehr Druck gebe, sondern es ist das Volumen, das steuert, bin ich jetzt laut oder bin ich jetzt leise. Ja, schaut aber jetzt die nachfolgenden Videos. Da habe ich ganz viele Gesangstutorials, Storytime-Videos, Gesangtipps und Hacks, die echt super wertvoll sind. Und ich freue mich, wenn wir uns auch auf Instagram connecten und schaut doch mal rein in meine Online-Gesangsschule, denn da haben wir verschiedene Kurse und Masterclasses schon ab 9 Euro, die wir anbieten. Und ich freue mich, euch dort auch zu sehen. Daumen hoch, Hashtag starke Stimme, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag. Jetzt neu bei uns, Gesangsgruppenunterricht. Jeden Samstagmorgen für 9,90 Euro die Stunde. Popgesang für Anfänger, Masterclasses oder Einzelstunden findest du bei tanjalevivocalstudio.com.